Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Ja, wir haben da hinten so ein kleines Problemchen mit so einem Geist, der hier hinten alles voll müllt. Und auch ansonsten haben wir große Probleme in unserem Krankenhaus. Unser Hausmeister irgendwie gefühlt auch nicht hinterherkommt. Ja gut, wir stellen jetzt erst mal hier eine Mülltonne auf. Mit der Hoffnung, dass da auch jemand was reinschmeißt. Hier hinten auch. Hier hinten auch einfach mal. Und ja, hier vorne auch. Vielleicht fehlen euch einfach nur Mülltonnen. Und ihr wusstet das noch nicht. So. Ja, und dann haut wieder jemand ab. Schön. So, was haben wir jetzt? Chirurgie, ja. 20 Patienten gehalten, ja. So. Ja, da unten ist gleich wieder die Hölle los. Ja, schon, wenn ich solche Räume öffne, ist da immer die Hölle los. Ja, du kündigst eh nicht. Gilvulkan. Okay, ja, die Diagnose zumindest sind gerade ein bisschen überlaufen, aber das wirkt nur so. Das ist nicht in Wirklichkeit so. Die sind jetzt gerade nur überlaufen, weil hier überall rum repariert wird. Und deswegen die ganzen Leute hier so beschäftigt sind. Ja, hier stirbt gerade auch irgendwie einiges. So, wollten wir nicht hier noch ein bisschen upgraden? Einfach mal ignorieren, dass hier alles stirbt. Einfach mal alles upgraden, dass das vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so häufig passiert. La 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 la. Andere Krankenhäuser empfehlen Adalas. Wir hinterlassen ja. Sie atemlos. Schön. Dann brauchen wir. Komm, wir beobachten wieder irgendeinen neuen Patient, wie es dir so ergeht. Hallo du, Mac Dynamite. Es ist ihm zu kalt und er ist unterwegs zur Aufnahmestation. Sehr interesting. Okay, es stirbt gerade sehr viel. Wir haben auch irgendwie so eine Heilungschance von 0 gefühlt. Ja, es sieht hier einfach schon wieder aus. So, Mark Dynamite. So, wo geht's jetzt hin? Zur Arztpraxis. Wir sind Sechster. Vierter, damit kann ich gerade noch so leben. So meine oberste Grenze, weil sonst sind wir Nächster. Muss dringend aufs Grundset, wusste ich. Stimmt gar nicht. Ganz ehrlich, wir haben so viele Toiletten in dem ganzen Krankenhaus, dann schafft man das, auf eine Toilette zu gehen. Durstig schafft man auch nicht, weil es hier so viele Getränkeautomaten einfach gibt. So, ja, wir sind ein bisschen zugelabert, ein bisschen beraten, hat glaube ich ein bisschen Schnupfen. So, er hat wohl Station, müde Knochen. Auf zur Station. So. Jetzt braucht er nur in die Station zu gehen, da wo halt eh voll viel Platz für ihn ist. Warum sterben da noch so viele Leute? Okay, ganz viele Leute stehen da einfach so rum. Ich vermute, die wollen alle in die Chirurgie, oder? Ich weiß es nicht. Ja, so ein paar Leute sterben hier auch einfach. Aus diversen Gründen. Keine Ahnung, was der Grund dafür ist, aber irgendwie sterben hier Leute. So, wurde ins Zimmer gerufen, endlich. Das so, wir safe mal wieder. Da ist ja der 1. Oktober, muss man ein bisschen speichern. Und jetzt ab in das Stationszimmer. So, eigentlich muss es hier jetzt richtig schnell gehen, einfach weil wir hier drei Umkleiden haben. Und die jetzt alle auch nicht blöd sind. So, ja, ich will mich mal einmal in das Bett legen. Leg dich rein. Ja, diese Antonia Dick wegen mir geht sie. Ganz ehrlich, hässliche Umgebung und sehr durstig. Sie ist Hausmeisterin, soll sie aufwischen alles. Ich denke, Mac Dynamite wird geheilt werden. Oh, sie hat gekündigt. Nachwuchsassistentin, ganz ehrlich, das ist total dämlich einfach nur. Natürlich könnte ich Weiterbildung machen, dass die nicht mehr ganz so langweilig ist, aber... Für was? Ja, ich denke, Mac Dynamite wird geheilt werden. Und hoffentlich hinterlässt er eine schöne Bewertung bei uns im Krankenhaus. So, ja. Okay, versuchen wir mal. Ja, ja. Hat sich schon wieder entschlossen zu bleiben, ja. Ganz toll. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Einfach mal Behandlung. Da haben wir gefühlt ja auch große Probleme. Huch. Hä, was sind das heute noch für Lex? Das ist auf einmal alles Weißes und so. So, ja, mach einfach mal.
Unsere Heilungsrate ist jetzt echt nicht so geil. Die ist bei 50%. Das ist übelst mies. Unser Ruf ist top und unser Geld geht auch hoffentlich mal hoch. Wir könnten mal wieder Preise einfach mal so 10-mal klicken, falls was Neues dazu gekommen ist. Wir können einfach hier mal Preiserhöhungen. Ah, hier haben wir welche mit 90. Jetzt haben wir 100. Jetzt sollten wir mehr Geld verdienen. So, Popstar-Besuch. Ja, komm rein. Ich schaue jetzt einfach mal auf die Fortbildung. Jetzt machen wir einfach nur noch ganz viel Fortbildung, dass unser Personal perfekt geschult ist. So. Wir haben irgendwas auch gerade mal geheilt. Das ist auch schön. Sieht ja nicht so aus, als wenn es häufig passiert bei uns. So. Wir können einfach auch mal unsere Patienten anschauen, wie es denen eigentlich so geht. In welchem Zustand die sind, also die Diagnose von manchen. Okay, die sind aber jetzt auch gerade. Können einfach mal schauen, bei welchen die Gesundheit weit unten ist. Du bist noch beim Arzt. Aber deine Gesundheit ist komplett unten. Was hast du angestellt? Dreckiges Mundwerk. Warum stehen 7 Leute an der Apotheke an? Halt, stopp. Das geht so nicht. Wir brauchen eine zweite Apotheke. Kopieren. Also wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir schon immer so, warum kommt dann keine Meldung? Hey, viele Leute brauchen deine Apotheke. Und die müssen wir auch noch schöner machen. Die Apotheke ist nicht perfekt schön. Hat vielleicht irgendjemand den Feuer? Nein, den Feuerlöscher hat jetzt keiner gebraucht. Hier, noch eine Blume. Alter, wie sieht das hier aus? Einfach mal überall Blumen hinstellen, einfach, dass das nicht so abgefuckt aussieht. Hier eine Wasserkugel. Wird sicher die Patienten erfreuen. Ja. Was haben wir jetzt noch alles so? Ja, hier ist Stau. Hier ist Stau, weil wir einfach noch eine Zinn bauen. Ich meine, wir können noch so viele Räume in unserem Krankenhaus bauen. Wir können. Ja, cool, wir haben da nichts gewonnen. Ich will das nicht sehen eigentlich. Öffnen? Ja, komm, wir haben doch was gewonnen, aber es interessiert mich nicht. So, das kopieren wir auch einfach mal. Hat sich geweigert zu bezahlen. Ja, Alter. Heult hier nicht rum. So, einmal hier unten noch einen Raum bauen. Auch hier direkt sagen, Upgrade bitte. Der neue Diagnosezimmer. Wir haben so viele Diagnosezimmer. So, Belohnung minus 10. Wir sind immer noch bei 97%. So, es wird hier gerade alles abgegradet. Das heißt, ich vermute, dass alles gleich ein bisschen besser laufen sollte. Dass mehr Leute geheilt werden. Das ist jetzt nur wahrscheinlich so eine kleine Down-Phase, die wir haben. Das wird alles besser, wenn der hier mal fertig sein sollte. So, ja, da haben wir wieder einiges nicht geschafft. Ups. Ja, das ist halt jetzt doof gelaufen, ganz einfach. So, da kann man auch gleich einen Dreier dann draus machen. So, der Heilixier, ist ja schon voll ausgerüstet. Das ist jetzt gerade Diagnose, weil der, ich weiß, was er hat. So. Ja, die Hausmeisterin wieder, die sich dauerhaft beschwert. Ich glaube, wir empfehlen ihr einfach eine Ausbildung, weil die ja eine Weiterbildung möchte und vielleicht hält sie dann einfach die Klappe. So, Antonia Dick hieß die Frau, ja. Das schauen wir mal. Antonia Dick. Genau. 6 verfügbare Kurse. Zum Beispiel Geisterjägerei. Das ist ein sehr guter Kurs. Könnte man einfach mal mit jedem machen, der es noch nicht kann. So, dann hat sie eine Weiterbildung und dann sollte sie mir ja nicht weiter auf die Nerven gehen. Hier, ja. Hier, Antonia Dick möchte eine Weiterbildung. Und sie ist unterbezahlt und alles, aber die Weiterbildung bekommt sie. Ist nämlich gratis. So, ich hoffe, sie kommt dann auch schön zum Kurs. Nicht, dass sie jetzt einfach schwänzt und sagt so, nee. So. Ja, schön. Hauen halt die Hälfte meiner Patienten ab. Ich kann gerade nichts dagegen tun. Ich kann das eigentlich echt nur abwarten. Fördere 3 Mitarbeiter. Okay, ich gebe mir Mühe. Ich kümmere mich jetzt einfach darum, meine Mitarbeiter richtig auszubilden. Wie sie sich dann in den Räumen einsetzen und wie sie das alles verteilen, ist dann ihre Sache. Ganz ehrlich, ist dann nicht mehr mein Problem.
So. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Two Point Hospital. Bis dahin. Tschüss.